Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 2. Wir erkunden die Bar, wie versprochen. Ja, ich guck mal, was hier so ist. Wir können hier rum. Das ist schon mal gut. Was ist hier? An der Theke ist eine Lampe. Aber die Glühbirne fehlt, also kann ich sie nicht einschalten. Mensch, zufällig haben wir eine dabei. Und vielleicht sollten wir auch mal so ein Ding nehmen, genau. Und dann verwenden wir mal. Es werde Licht. Ich habe die Glühbirne eingeschraubt. Und nun? Habe ich eine Taschenlampe, eine neue? Nimmst du das Ding auch mal, oder? Da ist eine Jukebox. Die spielt nicht, also muss sie kaputt sein. Vielleicht kann er dann hier erstmal hingucken. Ach, jetzt hat er den Schlüssel benutzt. Das ging vorher nicht, oder wie? Hä? Ich meine, das ist doch hier eine Lampe. Die brauchen wir doch. Dann haben wir eine Taschenlampe und. Verstehe ich nicht. Aber die zielt halt genau dahin. Vielleicht konnte er sie vorher einfach, konnte er das nicht vorher öffnen oder so. Gucken wir mal, was hier ist. Das ist aber verdächtig, der Aufzug da. Oh! Scheiße. Okay. Gut zu wissen. Dose mit was? Kaki. Und da hinten müssen wir eigentlich lang. Weil da ist auch die Treppe und dann. Manno! Wie scheiße. Ja, ich hab halt eigentlich auch nur den Storeroom nicht angeguckt gehabt. Das müsste doch zu schaffen sein. Weil da sind ja auch zwei Monster, da müssen wir uns vorbeischlängeln. Es wird mir ja nichts anderes übrig bleiben. Was habe ich aber jetzt eingesammelt? Was war denn das? Hier haben wir die Spiele. Verdünner. Kleine Dose mit Verdünner. Ach, damit wir die Schrift sehen können. Damit wir den Koffer öffnen können. Ja, mal gucken. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Schleiche ich mich da hinten durch oder? Ich gehe nochmal eben hier zurück. Noch hatten sie mich ja nicht entdeckt. Wie kacke ist das echt? Ah, er nimmt die Lampe aber auch echt nicht mit. Ja, ich werde das jetzt nochmal probieren hier. Also nicht den Raum, sondern den anderen. Auch wenn ich das eigentlich nicht machen wollte. Aber da das nur noch einer ist, vielleicht schaffe ich das ja. Der Raum ist auch sicher, aber der dahinter halt jetzt nicht mehr. So. Es kommen halt so viele. Ich muss nur in den Storeroom und dann schnell wieder zurück. Wo ging's nochmal lang rechts, ne? Nee, ich muss. Geradeaus und links. Okay. Und ich habe nicht gespeichert. Lasst mich. Lasst mich. Lasst mich, lasst mich, lasst mich. Lasst mich vorbei. Hier. Hatten wir nicht. Okay. Alles klar. Oh. Es bringt ja auch nichts, dass ich jetzt wieder hier bin. Wie ist es so dunkel, um die Karte zu lesen? Bist du denn für eine? Genau da hinten muss ich hin. Kacke. Hier, jetzt kannst du die Karte lesen. Haha. Okay, geradeaus. Durch die Küche dann da durch, ne? Das sollte doch zu schaffen sein. Also wieder ganz geradeaus und rechts. Ich kann die ja hierher locken. Oder nicht? Wie scheiße. Lasst mich. Nein! In die Enge getrieben, in die Enge getrieben. Lauf, 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 lauf. Oh, ich hab's geschafft. Und ihm geht's schlecht. Mein Gamepad vibriert nämlich voll. So, schauen wir mal. Ja, nutzt nichts. Wir nehmen den Erste-Hilfe-Kasten. So. Was soll's. Hauptsache, man schafft es. So, wenn man's schafft, vielleicht habe ich ja Glück und schaff's. Ich muss halt nur jetzt die anderen auch noch schaffen. Da sind immer noch zwei weitere. Und die stehen hier auch schon ganz nett. Und dann muss ich die.
Boah, das zittert voll. Wie gruselig. Mein Gamepad zittert voll. Was soll ich mit den Gewehrpatronen ohne ohne Waffe? Das ist doch echt gemein. Aber sind die. Es ist zu dunkel, um die Karte zu lesen. Ja, super. Dann sag's mir hier. Linke Seite sind die Türen. Okay. Und dann schnell die Treppe runter. Okay. Lasst mich. Tschüssi. Geschafft. Puh. Gefährlich, gefährlich. Vor allem ohne Waffen. Es ist so gemein. Ah, wir sind aber endlich angekommen. Ich gehe jetzt mal in die Lobby. Es müsste hier direkt um die Ecke sein. Ah, und die anderen sind tot. Wunderbar. Geschafft. Und dann kann man auch speichern. Yeah! Ich fühle mich super, dass ich das geschafft habe. Aber erstmal setzen wir das hier ein. Ich weiß nicht, ob das hier war, an der Stelle, aber. Nee. Da hinten? Hinten dran? Hier ist eine Spieldose. Ja, und hier ist eine Spieldose Schneewittchen. Ich dachte, das kann man hier anwenden. Kann man das nicht? Auf der Vorderseite könnte etwas geschrieben stehen, aber es ist zu dunkel, um es erkennen zu können. Wie? Ich brauche jetzt eine Taschenlampe extra oder was? Wieso kannst du das hier nicht verwenden? Das gehört da doch rein, oder nicht? Oh, wie blöd. Ich speichere mal erstmal. Ärgerlich. Verstehe ich jetzt auch gerade irgendwie nicht. Also er braucht unbedingt Licht oder was? Komisch. Ja, gut, dann habe ich wohl Pech. Dann werde ich jetzt das mit dem Code machen und das geht ja nicht. Es ist zu dunkel, um die Karte zu lesen. Ja, es ist immer zu dunkel, um die Karte zu lesen. Super. Bin ich überhaupt richtig hier? Auch zu dunkel. Wo ist es denn mal nicht zu dunkel? Und wo muss ich überhaupt hin? Weil das ist der Raum mit dem Koffer. Ich will aber nicht zum Koffer. Ich will. Warte, ich muss mich mal eben zurückerinnern. Bin ich hier nicht sogar richtig? Mit diesen Räumen da hinten? Hier, genau. Hier. War das nicht sogar hier? Ich überlege. Meine aber ja. Ja, hier ist das mit dem Foto. Weil wir haben den Verdünner. Und dann können wir das jetzt hier anwenden. Warte, wir machen das mal eben. So. Jetzt ist es zu dunkel, ne? Es ist bestimmt zu dunkel. Jo, alles klar. Ich kapiere das nicht. Scheiße, es geht nicht. Ey, überall ist es zu dunkel. Wo habe ich denn eine Taschenlampe übersehen? In der Bar unten, die konnte man doch nicht aufheben. Das rall ich gerade nicht. Ich laufe doch jetzt nicht zurück wieder in die Bar. Hä? Und mit all diesen. Ja, dann hätten wir es mit der Spieldose jetzt machen können. Und Pipapo? Wie kacke. Zu dunkel. Manno. Manno. Aber das war die einzige Lampe, die wir hatten. Hä? Dann muss man die doch mitnehmen können. Das geht doch gar nicht anders. Ich jetzt noch mal nach unten. Sind hier nicht die Monster? Ja. Alles klar. Wo geht's denn noch mal lang hier? Ach, hier sind die Toiletten. Hier bin ich falsch. Geh, lasst mich! Nein! Lasst mich durch! Verfluchte Viecher, ey.
Hier muss ich lang. Genau. Es ist die einzige Lampe, die wir haben. Ich gehe nochmal hinter die Bar und gucke, ob ich sie mitnehmen kann. Das checke ich nicht. Es gab doch nie eine Taschenlampe irgendwo. Hä? Er sagt ja auch nicht, ja, sieht interessant aus oder guckt da hin oder so. James, es ist die einzige Lampe, die hier ist. Warum nimmst du sie nicht mit? Wir können alle anderen Sachen nicht machen ohne Lampe. Kapiere ich nicht, Leute. Gibt es irgendwas, was ich ohne Lampe machen kann? Das Videoband zum Beispiel angucken. Ich wüsste aber gar nicht wo. Wir brauchen überall Licht bei diesen Sachen. Das ist die einzige Lampe, die ich sehe. Oder ich habe irgendwas übersehen. Ein anderer Raum oder so. Verstehe ich aber trotzdem gerade nicht. Tja. Ich bin überfragt. Was? Die Theke. Mary und ich hatten ein paar deliziöse Drinks an dieser Bar. Manchmal scheint alles so lange her zu sein und manchmal ist es, als wäre es gestern gewesen. Ach, er sagt sogar mal was. Mal was Neues. Ja. Ich werde jetzt mal eben gucken, was ich machen soll, bevor ich hier weiter rumirre, weil die Monster sind überall. Und ich mache mal kurz einen Cut und schaue, wie es mit der Lampe hier aussieht und ob das die richtige ist und er sie nur nicht nimmt oder ich woanders sie finde. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Allerdings bin ich gerade in einer neuen Aufnahme. Ich musste die letzte abbrechen und ich war wahrscheinlich zuletzt gerade an einer anderen Stelle als hier. Hier habe ich aber zuletzt gespeichert, deswegen spiele ich hier weiter. Es kam gestern etwas Privates dazwischen und ich musste die Aufnahme abbrechen. Aber ich habe dann gemerkt, weil ich dann ja rumgelaufen bin, ich bin, glaube ich, wieder zurückgelaufen da in den Keller und habe ja dann noch rumprobiert. Und ich kam nicht weiter. Ich war ja an dieser Stelle mit der Taschenlampe, soweit ich weiß. Und da können wir lange warten, bis uns geholfen wird. Denn das Problem ist, dass... Ich bin jetzt hier. Bin ich hier eigentlich richtig? Ich hoffe. Das Problem ist, dass wir da unten nicht weiterkommen. Und da ist auch keine Lampe für uns. Das, was wir brauchen... Jetzt ist es überall zu dunkel. Wir brauchen unsere alten Sachen wieder. Und das plane ich gerade und versuche das umzudenken, denn ich habe rausbekommen, durch die Komplettlösung, dass ich, hier sind die alten Monster, ne? Ich laufe immer in die falsche Tür, weil ich immer denke, das ist rechts. Nein, wir müssen diesmal nach links. Das Problem ist, dass wir gar nicht hätten in den Fahrstuhl quasi gehen sollen. Ich kann das jetzt schwer erklären, aber, man kommt halt dann nicht weiter, hat man ja gesehen. Ich kann all die Sachen, die ich jetzt gefunden habe, kann ich mich zwar freuen, dass ich sie habe, aber ich kann sie nicht benutzen. Ja, hi. 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 Nein. Hey. Hi. Moment, voll einen über die Rübe bekommen. Scheiße, wo geht's denn jetzt hier hin? Hier ist doch der Fahrstuhl und... Oh Mann! Ich komme hier überhaupt nicht dazu zu erklären, aber ich bin da richtig, ne? Ist doch der Fahrstuhlraum. Muss ich da nicht hin? Oh, ich bin verwirrt. Ich muss mal nach unten die Karte lesen. Moment. Ich möchte auf jeden Fall wieder, um es mal kurz und knapp zu machen, zurück zum Fahrstuhl und die Sachen finden. So, wenn ich jetzt im ersten Stock bin, dann gehe ich nach oben und will den zweiten Stock, damit wir wieder zu diesem E-Raum kommen. Ist doch klar. Nein, da will ich nicht hin. Ich will wieder in diesen E-Raum. Der aber nicht da ist, sondern... Genau, und da waren wir jetzt zuletzt unten, wo wir gar nicht hin wollten. Ich will in den zweiten Stock. Muss ich dafür noch weiter nach oben laufen, als ich gerade eben war? Ich bin verwirrt. Wie geht's dir, James? Es geht, ne? Es geht. Wir kriegen das hin. Das wird schon. Ich nehme mal die Treppe. Und da geht's ja nicht lang. Da muss ich doch hier lang können. Ja, leck mich doch.
Ja, das ist doch der Raum mit dem Fahrstuhl. Ja, bin ich doch im zweiten Stock. Verarscht mich mal nicht hier. Ich dachte, ich muss jetzt nochmal mit der Treppe rauf. Nein, wir haben jetzt nämlich unsere Sachen wieder. Das ist nicht schön. Alles nehmen wir. Wir nehmen alles wieder mit. Yeah, wir sind wieder ausgerüstet mit allem und haben die Sachen. So, und jetzt könnt ihr mich alle mal sowas von am Arsch lecken hier. Ich mache euch jetzt sowas von fertig. Ich nehme jetzt ganz ernsthaft hier dieses Mega-Messer und bin der Mörder von Silent Hill. Ihr wagt es, euch mir in den Weg zu stellen. Wo seid ihr denn? Wo sind die denn? Hallo? Jetzt sind sie weg, oder was? Was, jetzt habe ich alle meine Sachen und jetzt sind sie weg, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Jetzt sind sie nicht mehr da. Ey, was für eine Scheiße, ganz ehrlich. Wie blöd. Okay, ich lasse mich davon nicht beeinflussen. Bin froh, dass wir ja wieder da sind. Oder war das... Wollte gerade sagen, vielleicht habe ich mich auch vertan. Sind nicht mehr da, ne? So eine Scheiße. Kaum nimmt man seine Sachen, sind die alle weg. Puh. So, dann gehen wir mal runter. Denn jetzt können wir endlich das mit der Spieluhr machen. Ich weiß auch nicht. Ich bin einfach nicht auf diesen Gedanken gekommen, dass wir jetzt ja von der anderen Seite wieder können und dann ja unsere Taschenlampen haben. Stattdessen gehe ich nach unten und denke, muss eine andere finden. So, wollen wir das mal hier verwenden. Jetzt geht das nämlich auch. Ich habe die Spieldose Schneewittchen hingestellt. Klingt immer noch schräg. Okay, ist diese Spieldose kaputt oder vielleicht? Aber ich kann da nichts mehr machen, ne? Ich lasse die mal drinne, weil... Nein, will ich nicht. Weil ich denke, das wird schon richtig sein, dass wir die eingesetzt haben. Allerdings fehlen uns noch... Jetzt guck doch da nicht so hin. Uns fehlen halt noch andere Sachen. Und zwar noch andere Spieldosengeschichten. Und so, jetzt gehe ich hier lang. Nehme jetzt den Weg, wo ich sonst mal zuerst hinlaufe. Wo ich sonst falsch bin. Und genau da wollen wir hin, weil jetzt haben wir nämlich eine Taschenlampe und den Verdünner. Und laufen zum Ende des Flurs und setzen das alles ein, was wir hatten. Und ich gehe auf jeden Fall noch in den Keller und mache die Viecher platt. Und dann sind sie bestimmt nicht da. Was voll die Verarsche ist. Sie sind natürlich nur da, wenn man sich nicht wehren kann. So. Verwenden. Ist das schön, dass alles sich benutzen können jetzt? Ich habe den Verdünner benutzt. Lock. Okay. Das ist ja ein tolles Passwort. Total einfallsreich. Ja. Alles klar. Lock. Huhu. Und was war drinne? Die andere Spieldose. Was habe ich gesagt? Wir brauchen nämlich noch andere. Dann können wir die da ja auch einsetzen. Super. Jups. Schon sind wir wieder da. Das ist ja dann schon unsere zweite Spieldose. Ich weiß aber gar nicht, wie viel wir brauchen. Huch. Muss ich runter. Runter, runter. Ach ja. Oh mein Gott. Was für eine Prozedur, bis ich erstmal dahinter gestiegen bin, dass es gar nicht so kompliziert ist, wie ich denke. Naja. Hä? Wo bin ich jetzt? Ach so, ich bin hier. Wo bin ich denn? Ach so, ich komme immer hier raus und denke, Mensch, wo bin ich denn? Weil das einfach nur dieser. Ja, schon klar, okay. Wir haben eine Lobby. So. Und dann kannst du hier nämlich jetzt die andere Spieldose reintun. Ich weiß nicht, ob noch eine dritte. Wie, du kannst das nicht verwenden. Ja, warte, dann nehmen wir die erstmal wieder raus. Packen die Aschenputtel rein. Nein. Oder doch?
Nein? Ja. Oh, das klingt aber schön. Steht denn da irgendein Hinweis? Das ist eine rechteckige Vertiefung. Vor der Vertiefung ist ein Schild, auf dem etwas eingraviert ist. Wenn das verlorene Teil zurückgebracht wird, dann wandelt sich der saure Ton in süße Harmonie. Und steht da auch noch was anderes, damit man weiß, wo welche Spieldose reingehört? Wenn das verlorene Teil zu. Dann nehmen wir mal Aschenputtel raus. Ich weiß auch nicht, wo was jetzt hier reingehört. Dann gehört die vielleicht einfach woanders rein. Weiß ja die Reihenfolge nicht von den Dingern. Ja, es ist voll schön. Und so. Gehörst du denn hierhin, Schneewittchen? Ich weiß nicht, ob das. Wir können es ja auch noch mal umdrehen. So. So. Dann machen wir hier mal jetzt Aschenputtel rein. Und dann mal gucken, ob das dann gleich noch mal anders klingt. So, und da Schneewittchen. Ich weiß nicht, warum es so schief klingt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall gehe ich jetzt hier noch mal weg. Man macht die Monster platt unten im Keller. Ja, hier, komm. Den machen wir mit unserem fetten Messer platt. Oh, Manu. Scheiße, das klappt nicht. Ich muss eine andere Waffe nehmen. Er ist zu langsam damit. Oh, leck mich. Gleich bin ich tot, ganz ehrlich. Jetzt reicht's mir aber mal. Hallo, übertreib mal nicht, du Fuckvieh. Scheiße nochmal. Warum denn auf einmal? Hier waren noch vorher gar keine. Mann. So, wo geht's denn jetzt hier nochmal runter? Ich glaube, ich muss einfach nur die Treppe benutzen und mal wieder nach unten gehen. Und überstrapaziere gerade meinen Part hier. Ist mal die Taschenlampe an. Warum ist das so dunkel? Gibt's hier keine Treppe runter? Gibt's nur eine Treppe hoch? Nee, hier geht's auch runter. Yeah! Aber bei den komischen anderen Viechern, da können wir ja wohl unser Messer nehmen. Ich will das Messer jetzt einmal verwenden. Das ist so lustig. Komm schon. Wir wollen es alle sehen. Dün, dün, dün. Hallo? Treffe ich auch mal ein? Ja, jetzt komm. Na, seid ihr tot? Du lebst noch, du willst noch Nachschlag? Und nochmal draufgetreten. Man weiß ja nie. So, ihr habt mir das Leben zur Hölle gemacht. Jetzt habe ich eures beendet. So sieht's aus. Ja, das ist ja schön. Und da hinten haben wir noch welche, die wir platt machen können, soweit ich mich erinnere. Und dann sollten wir ja wohl die Spieldose noch irgendwo finden. Ich weiß zwar noch nicht wo, aber wir haben alle unsere Sachen wieder. Alex ist wieder glücklich. James ist der neue Pyramid-Head und wird euch alle bestrafen. Nur, dass ihr es wisst, ne? Also, bis zum nächsten Mal.